Seitenschaltlippen für den E36. Das war unser letztes Video. Im Übrigen hier mit unserem Oberflächenreiniger kann man die Dinger auch wunderschön glänzend machen, auch wenn sie draußen mal ein paar Tage standen. E36 Projekt Coupé geht weiter in die nächste Runde. Wie gesagt, Seitenscheibenblenden hatten wir schon dran, Klappspoilerlippe haben wir schon dran gemacht. Und jetzt haben wir so ein kleines Zwischenprodukt, sage ich jetzt mal. Heckscheibenblende, Kälte haben wir auch schon lange im Programm, aber eine neue Variante, optisch eine neue Variante. Auch ein bisschen einfacher zu montieren, nämlich nur mit einem Dreieck Klebeband. Und wir machen sie wieder weg, weil da nämlich die Katzentreppe, das habe ich euch jetzt schon mal erzählt in den letzten Videos, dann eben das Highlight, die Katzentreppe dann kommt. So, wie bei allen Teilen, erstmal schön sauber machen. Könnt ihr übrigens mit der Spray hier auch verwenden. So, und dann bitte unseren Service Cleaner verbinden. Der Kollege hat schon die Abzugsstreifen behilfsweise ein bisschen weggenommen. Genau, ich habe das in dem Fall jetzt so gemacht. Dann kann man das auch zu zweit wunderbar anlegen. Genau. Dann hält das schon ein bisschen. Abziehen. Und fertig. So sollte es sein. So, vorher natürlich immer kurz prüfen, ob das Bauteil das Richtige fürs Fahrzeug ist, ob alles passt. Sollte kurz vor der Scheibeneinfassung dann anfangen. Es kann sein, dass bei den älteren Fahrzeugen diese Scheibeneinfassungen porös sind oder immer so richtig geführt sind. Das könnte natürlich dazu führen, dass der Gummi, sage ich jetzt mal, instand gesetzt werden muss. Okay, bei mir schaut es gut aus. Hier ist auch wunderbar. Dadurch, dass es jetzt an den Seiten hält, muss man jetzt auch gar nicht mehr so aufpassen. Können wir das einmal entgegengesetzt abziehen. So, wichtig jetzt hier ordentlich andrücken. Das Ganze natürlich mit den verschiedenen Oberflächen passt auch ganz gut zu den Seitenscheibenblenden. Das hier die etwas dezentere Variante im nächsten Video. Deswegen bitte dranbleiben. Kommt die Katzentreppe und Heckansatz und so weiter. Da haben wir ein paar Bauteile. Da kommt auch noch was dazu. Vielleicht wird es noch ergänzt. Ja, und vielleicht habt ihr ein Classic Car, wo ihr sagt, meine Güte, macht doch mal hierfür was. Dann schreibt es in die Kommentare, kontaktiert uns, vielleicht nehmen wir es mit ins Portfolio auf. Ja, und dann seid am Ball, abonniert den Kanal, Daumen hoch und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.